so schlimm ohne dich. Halt durch. Mm-mm. Machst du das? Ich vermisse dich auch. Wirklich. Bist du sauer, was ich irgendwas gesagt habe? Am Ende deines arbeitsreichen Tages, schläft es sich wunderbar. Ich werde gehen. Nein! Doch. Das war wie ein Happy End für mich. Gott lässt mich nicht allein. Seitdem Daniel weg ist, muss ich nichts passieren. Ich kämpfe. Außer diese Stimme. Einfach so. Andere Dynamik. Ist halt eine andere Dynamik, so weißt du. Das ist echt schon. Doreen. Ich hab hier voll so Emotionales geteilt mit so ein paar Leuten. Und das sind dann vielleicht die, die dann gerade die Karten hochgehalten haben und gesagt haben, wo ich mir so denke, ich bin für dieses Game vielleicht einfach zu sensibel. Ich bin dafür zu sensibel. Ich hab Sam genommen. Boah. Aber das ist mir jetzt nicht übel, oder? Ich will sie nicht übernehmen, aber weißt du, man denkt halt drüber nach. Ja. Und das beschäftigt mich dann. Das ist richtig. Nur denke ich, ist richtig. In dem Moment ist man aber bei dieser Gruppe. Ich bin einfach so ein bisschen enttäuscht. Das kann ich ja sein. Das ist ja, darfst du auch sein. Ich hatte Zeit von dir nicht gedacht. Und deswegen habe ich es dir auch gesagt, weil ich möchte dich ja lösen. Wenn jetzt eine Nominierung wäre, wäre die Stimme ja nicht anders gewesen. Es war ja wie eine Nominierung. Und du bist so Geheimnistourette. Du erzählst nie, hast du Freundin. Frag mich doch nicht. Ja. Du gibst der ganzen Sache einfach gar keine Chance. Du kannst dich doch trotzdem treffen. Ich bin zu sehr belastet mit die Sachen, die mich schon so sehr geprägt haben. Ich glaube, ich bin nicht dafür. Ich glaube, jetzt nicht mehr. Früher vielleicht. Sich selber zu lieben, das glaube ich in erster Linie das Wichtigste. Erstmal das, wenn man das schafft, da kann man, glaube ich, auch Liebe weitergeben. Warst du denn Dates? Nee. Und könntest du dir vorstellen, Kinder zu kriegen? Dein Freund ist hier. Du darfst dich mit ihm aussprechen. Was? Unter einer Bedingung. Wenn du zu dem Treffen gehst, verschwindet alles Essbare vom Dachboden. Schatz? Du bist ganz auf dem Dachboden. Ich vermisse dich so. Zieh das durch. Schaffst du's? Ich bin wieder auf dem Dachboden, Schatz. Ich vermisse dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Bist du sauer, was ich irgendwas gesagt habe? Hör auf mit den Eltern, okay? Ja. Ich werde so deprimiert da oben. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Halt durch. Zieh durch, da sind jetzt coole Leute. Schaltengang runter, ihr habt noch 30 Eltern rauslassen. Aber zieh durch. Scheiß auf den Held, ist mir scheißegal. Wichtig ist, was du denkst, was ihr denkt. Und es ist wirklich eine ganz schlimme Situation, die hatte ich noch nie in meinem Leben. Wirklich, ich hatte noch nie so schlimme Tage in meinem Leben. Ich meine, das ist ja nicht böse. Du saß mit Calvin in der Late-Night-Show. Valentina, die Zeit ist um. Du musst zurück auf den Dachboden. Ich habe extra zwei Securities hingestellt. Und sofort. Schatz, ich liebe dich. Ich auch. Wirklich. Wirklich. Oh nein. Schatz, sind die Blumen für mich? Halt durch. Ja. Ich liebe dich. Alles gut zu Hause? Alles gut. Bewohner, fragt nicht, was euch erwartet. Fragt, wen ihr erwarten dürft. Oh mein Gott! Ich kenne Schwein, aber ich kenne euch! Ich bin Patrick! Du kleine Lackstecke! Du, willkommen im TV! Geil! Ich bin im reichen Bereich. Du bist im guten Bereich gelandet. Vielleicht kennt ihr das Sportlermotto höher, schneller, weiter. Bei uns ist das tiefer, langsamer, kürzer. Und das ist ein klarer Sieg für Doreen. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ich fühle mich gerade, ich bin in einer neuen Show. Ich sehe ganz neue Lieder. Freut mich. Hi. 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 Hier ist eine neue da. Hi. Hallo. Hi, ich bin die Katze. Hi. Du bist Doreen, gell? Ja. Ja. Also, wo ist denn das Bad? Komm. Oh, zeig mir mal das Bad. Bewohner, für einen von euch ist das Abenteuer morgen schon vorbei. Morgen wird ein Bewohner das Promi Big Brother Haus verlassen. Es wird der Promi sein, der am wenigsten Zuspruch von den Zuschauern bekommt. Du
hast schon jetzt so viele Stimmen beisammen, dass du jetzt schon gerettet bist. Du bleibst noch mindestens 2 Tage hier. Menderes.